Welche konkreten Ziele haben Sie und Ihre Partei oder du und eure Partei für die Migrationspolitik und für die kommunale Migrationspolitik für die Stadt Oldenburg? Also da haben wir verschiedene Ziele im Parteiprogramm ganz konkret. Und zwar fordern wir oder setzen wir uns dafür ein, dass die Kommune oder die Stadt so viel Fördermittel wie möglich zur Verfügung stellt, um Projekte, die es zum Teil schon gibt, noch zu fördern und eine gute Vernetzungsarbeit auch zu machen. Und die Linke selbst fordert nicht nur als Partei oder als Fraktion, dass das gemacht wird, sondern setzt sich auch selber dafür ein mit Vernetzung und Bildungsarbeit, verschiedenen Angeboten. Und dann, was außerdem eine Forderung ist, dass zum Beispiel im Kontext Pflege spezielle Fortbildungen ermöglicht werden, spezielle Schulungen für zum Beispiel den Umgang mit Menschen mit Sprachbarriere, dass gleichzeitig aber natürlich auch Sprachkurse angeboten werden, Sprachförderung auch schon in Schulen und dass auch in der Vereinsarbeit ganz viel inklusiv und integrativ und interkulturell gearbeitet wird, dass, dass Menschen sich begegnen können, sich kennenlernen können und dadurch auch voneinander lernen, miteinander lernen und miteinander in Kontakt kommen. Es gibt ein Gutachten, das nennt sich Niedersachsen 2030, Potenziale und Perspektiven. Dann gibt es eine Projektidee, die nennt sich Sanctuary Region, auf Deutsch Zufluchtsort. Hast du davon schon mal was gehört? Ja, davon habe ich schon mal gehört. Ich würde das kurz erklären und auch eben vorlesen. Die Grundidee basiert darauf, dass Städte sich für alle ihre EinwohnerInnen als zuständig erklären, unabhängig davon, was deren aufenthaltsrechtlicher Status besagt. Das hat zur Folge, dass Menschen mit oder ohne ungesicherten Aufenthalt kommunale Dienstleister wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser etc. sicher und ohne Angst nutzen können. Es geht, ich glaube, vor allem darum, Leute nicht aufgrund ihres Aufenthaltsstatus in irgendwelche Schubladen zu stecken. Mhm. Wie stehst du zu so einer Idee? Könnte man das umsetzen? Wie kann man das umsetzen? Also zu der Idee stehe ich positiv und also nicht nur ich, sondern auch die Partei, die Linke. Also wir setzen uns unter anderem auch dafür ein, dass zum Beispiel für Frauen auch ein spezieller Schutz gewährt wird. Das gehört ja da so ein bisschen mit rein. Also was den Aufenthaltsstatus angeht, also das hat ja auch mit Sicherheit zu tun, wie sicher fühle ich mich in einem bestimmten Viertel, wie sicher fühle ich mich nachts im Freien. Als Frau. Und dazu würde ich sagen, dass es zum einen um Aufklärungsarbeit gehen könnte, um Bewusstseinsarbeit, um Öffentlichkeitsarbeit, also dass zum Beispiel auch für Menschen, die selber sich nicht in einer solchen Situation befinden, die selber ein relativ sicheres Leben führen, dass sie sensibilisiert dafür werden, dass diese Situation nicht für alle Menschen so, auch hierzulande oder hier vor Ort, nicht für alle Menschen so ist. Allein das finde ich wichtig, dafür zu sensibilisieren und dann natürlich auch Situationen zu verändern, also Programme anzubieten, die da helfen. Auch da finde ich wieder die Begegnungsarbeit wichtig, also die inklusive Arbeit auch, dass viele Angebote existieren, wo Menschen sich begegnen können. Und ein Thema ist auch noch sicherer Hafen. Das ist nicht genau dasselbe, ne? Das ist mir schon klar. Aber ich finde, es gehört so ein bisschen in diese Thematik mit rein, dass die Linke da ganz entschieden fordert, dass dafür sowohl finanzielle, wirtschaftliche Mittel als auch die mentale Bereitschaft oder die soziale Bereitschaft da ist und gefördert wird und auch durch Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit dafür sensibilisiert wird, wie groß die Notwendigkeit ist, da tätig zu werden und zu handeln. Ich würde das Thema sicherer Hafen, glaube ich, nochmal aufgreifen. Da ist Oldenburg ja auch ein Teil von. Findest du da schon irgendwie alles prima oder kann da noch mehr gemacht werden? Kann man sich da noch mehr ausweiten?
oder ist schon alles gut? Wie stehst du dazu? Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir da noch Handlungsbedarf haben und auch noch Handlungskapazitäten für haben. Das müssen wir nur, also auch da sehe ich wieder den Bedarf, Öffentlichkeitsarbeit dafür zu machen, Menschen, die da selbst in der Position sind, dass sie da noch was zu geben haben, sozusagen, dafür zu sensibilisieren, dass die Notwendigkeit besteht und dass die Möglichkeit besteht, also dass da noch Kapazitäten frei sind und auch Bedarf noch ist. Das ist das eine und ich würde auch auf jeden Fall dafür plädieren, das wert zu schätzen, was es schon gibt, das schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, es reicht schon, aber ich würde trotzdem sagen, das ist auch was Wichtiges, was wir auch tatsächlich fordern und fördern, dass es die Initiativen, die es schon gibt, also gerade auch zum Beispiel hier im Stadtteil gibt es schon einiges, also noch weiter im Stadtsüden zum Beispiel das Haus Welcome, Begegnungsstätte für Menschen aus aller Welt, oder hier gibt es zum Beispiel eine Einrichtung, eine Beratungsstelle für SeniorInnen mit Migrationshintergrund, und dass solche Projekte noch mal mehr gefördert werden, noch mal auch mehr in den Blickpunkt kommen, also dass es noch ein bisschen bekannter wird und ja, durchaus auch wirtschaftlich und finanziell noch unterstützt werden. Was ich zum Beispiel auch denke, dass in diesen Bereichen wird immer ganz viel ehrenamtlich, karitativ gearbeitet. Das finde ich gut, das ist natürlich schon schön, also ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich finde tatsächlich, dass es da auch von Seiten der Kommune noch mehr Wertschätzung geben könnte, dass tatsächlich auch vielleicht Minijobs eingerichtet werden könnten. Also gerade für Frauen könnte das eine Möglichkeit sein, entweder für den beruflichen Wiedereinstieg nach einer Familienzeit, Frauen mit oder ohne Migrationshintergrund, oder auch für eine berufliche Tätigkeit parallel zum Familienalltag. Es schadet sicherlich auch nicht, sozialversicherungspflichtige Stellen einzurichten, aber Minijobs wären ja vielleicht schon mal schön, oder wenigstens Fahrtkostenerstattungen oder so, oder Fortbildungen, die finanziert würden, dass man sich vielleicht auch, wenn man schon ehrenamtlich arbeitet, dann weiterqualifizieren kann und sich dadurch dann sozusagen auch eine Berufsbiografie erarbeiten kann, auf der basierend man dann vielleicht danach, wenigstens nach einer bestimmten Phase, wieder erwerbstätig sein kann. Also da sehe ich noch Potenzial zum Beispiel, also diese Art von Wertschätzung. Als Letztes würde ich dich gerne fragen, wie ihr so zum Thema Bürgerbeteiligung steht. Findet ihr, da kann noch mehr gemacht werden, oder ist in Oldenburg irgendwie auch besonders zum Thema Migration und Integration die Bürgerbeteiligung gut? Auf jeden Fall setzen wir uns dafür ein, dass da noch mehr gemacht wird und werden kann. Also eine Partei ist ja nicht nur parlamentarisch unterwegs als Fraktion und fordert und macht Politik, das tut sie auch, aber es wird ja auch Bildungsarbeit und Vernetzungsarbeit gemacht, und die Linke arbeitet zum Beispiel mit der Arbeitslosen-Selbsthilfe zusammen und auch mit anderen Initiativen, die sich für interkulturelle Begegnungsarbeit einsetzen, und und da ist auf jeden Fall Bedarf, noch mehr zu tun. Das sehen wir auf jeden Fall und steuern schon mal unseren Teil dazu bei, aber es steht auch tatsächlich in unserem Programm drin, dass wir zum Beispiel auch dafür plädieren oder fordern, dass es im Kontext Arbeitslosigkeit eine bürgerliche Mitbeteiligung geben sollte. Also dass zum Beispiel Menschen, die selbst arbeitslos oder erwerbslos sind, dass sie repräsentiert wären oder repräsentiert würden in einem Gremium, das auch wirklich mitentscheiden sollte. Also dass nicht nur irgendwie ihre Ansichten untereinander teilen und andere entscheiden, sondern dass sie tatsächlich die Möglichkeit bekommen, sozusagen Positionen zu vertreten und die dann auch mitentscheiden können. Hast du irgendwie noch so einen Herzenswunsch, irgendein Ziel, was du in diese Richtung dir irgendwie erhoffst in der Zukunft? Also ich selber setze mich sehr gerne für Klimagerechtigkeit ein und sehe das auch als das große Thema unserer Zeit und sehe das wiederum auch nicht nur als so ein Thema, das sozusagen ein rein naturkundliches oder ökologisches Thema ist, oder dass es da zum Beispiel nur um Küstenschutz ginge oder irgendwie um
um Dinge wie Wettergegebenheiten oder solche Dinge, sondern dass es tatsächlich auch da eine große soziale Komponente gäbe. Und ich zum Beispiel möchte mich sehr gerne dafür einsetzen, dass interkulturelle Begegnungen auch unter diesem Thema stattfinden könnte. Also tatsächlich stelle ich mir vor, dass es Projekte geben sollte, in denen sich Menschen begegnen und zum Beispiel sich über Themen wie Ernährung austauschen oder über verschiedene Themen. Also was ich zum Beispiel auch sehr spannend fände, wenn Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen zusammenkommen und sich darüber austauschen, was ihre Kulturen für Beiträge bringen können, für eine Lebensweise, die Klimagerechtigkeit auf den Weg bringen könnte. Das würde ich sehr spannend finden. Ja, danke, das war schon. Die kommunale Migrationskultur. Wir haben ja in Oldenburg seit 2012 den Slogan Oldenburg will Inklusion. Also Inklusion, Integration. Inklusion ist ja der Begriff, der so ein bisschen weiter gefasst ist als Integration. Und das haben wir im Mai 2012 beschlossen. Und wir haben auch einen kommunalen Aktionsplan. Und dieser Aktionsplan hat über Jahre schon festgelegt, welche Maßnahmen für die Integration, für die Inklusion beschlossen werden sollen. Und der wird Stück für Stück abgearbeitet. Und daran halten wir uns, sodass wir eigentlich im Grunde genommen gar keine neuen Impulse im Moment brauchen, weil wir noch einiges aus dem Aktionsplan noch abarbeiten müssen, was dann so Stück für Stück geht. Wenn jetzt natürlich neue Ideen dort reinkommen oder neue Notwendigkeiten, manchmal sind es ja gar nicht nur Ideen, manchmal sind es ja Notwendigkeiten, die man angehen muss, die man irgendwann erkennt, die man vielleicht vor 10 Jahren oder 9 Jahren noch nicht erkannt hat. Die werden natürlich ergänzt und das wird auch von uns dann dementsprechend unterstützt und vorangetrieben. Was sind denn so konkrete Ziele auf diesem Plan? Wir haben ja diesen umfassenden Begriff Inklusion. Das ist ja nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, nicht nur für Menschen mit verschiedenen Religionen, verschiedenen Hautfarben, verschiedener sexueller Orientierung. Da passt ja alles rein. Und da jetzt ganz konkret so eins zu nennen, da muss man viele nennen. Aber wo es eigentlich angefangen hat, darüber nachzudenken, denn das muss ich ja auch vorausschicken, eine Integration und Inklusion, das ist ja im Grunde genommen auch eine Kopfsache. Man muss sich ja damit auseinandersetzen und muss diese abwehrende Haltung und alles, was fremd ist, da will ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Oder vermeide ich auch, was eigentlich ja auch ein natürlicher Impuls ist, dass der Mensch erstmal zurückschreckt, wenn er was fremd hat. Aber dieses Fremdsein, das müssen wir eben aufbrechen und das passiert im Kopf. Und wenn wir das verbreitet haben, an die Menschen rangebracht haben, und das machen wir ja gerade mit dem Slogan Oldenburg will Inklusion, das ist ja ein fester Begriff, kennen viele, und dann wird die Denkweise auch anders. Steht denn jetzt konkret im Wahlprogramm, sage ich jetzt mal, der CDU etwas? Um das Thema jetzt Migration, Integration, irgendeine Projektidee oder irgendein Ziel, was die CDU sich vornimmt für die Zukunft? Ja, das Ziel ist eine möglichst umfassende Integration der Menschen mit Migrationshintergrund, dass es keine Parallelgesellschaften gibt, dass die Parallelgesellschaften sich nicht aufbauen können. Das ist natürlich insofern so ein bisschen problematisch, wenn der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund sehr hoch ist. Und wir haben in bestimmten Stadtteilen schon, oder in bestimmten Quartieren, sag ich mal, einen Migrationshintergrund von 50% und mehr. Und da wird das schwer, das aufzubrechen und die Menschen zu integrieren. Wenn wir, ich sag mal, eine Quote haben, die in Anführungsstrichen übersichtlich ist, dann wird das einfacher, dann kann man die besser in die Gesellschaft integrieren, weil die, wenn die alle zusammen wohnen und die kennen sich und gleicher Kulturkreis, die kommen, die brechen da schlecht raus. Haben Sie schon mal was von dem Katalog Niedersachsen 2030, Perspektiven und Potenziale gehört? Von der Kommission aus Niedersachsen? In Bezug jetzt auf Migration? Ja, da gibt es nämlich eine Projektidee, die nennt sich, die wurde für Niedersachsen vorgestellt, Sanctuary Regions, auf Deutsch Zufluchtsort. Ja. Ich erkläre das mal ganz kurz. Die Grundidee basiert darauf, dass Städte sich für alle ihre EinwohnerInnen als zuständig erklären
unabhängig davon, was deren aufenthaltsrechtlicher Status besagt. Das hat zur Folge, dass Menschen mit oder ohne ungesicherten Aufenthalt kommunale Dienstleister wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser sicher und ohne Angst nutzen können. Es geht, glaube ich, im Endeffekt darum, dass man Leute anhand ihres Aufenthaltsstatus nicht in Schubladen stecken soll. Mhm. Wie steht die CDU, wie stehst du zu so einer Idee? Also Leute in Schubladen stecken ist sowieso immer ein Problem, ist schwierig. Wir haben jetzt im Moment eine Maßnahme noch nicht laufen, aber unterhalten uns darüber, wie wir überhaupt diese verschiedenen Stati bewerten können, weil es gibt ja viele, die keinen Aufenthaltsstatus haben, aber trotzdem hier leben. Und wie man jetzt das hinbekommt, dass dieser Aufenthaltsstatus also keine Hemmschwelle mehr ist, sondern dass sie auch ein Bleiberecht oder zumindest ein vorübergehendes Bleiberecht oder eine sichere Situation vorfinden. Jetzt haben wir in Oldenburg aufgrund der Tätigkeit unserer Ausländerbehörde nur ganz wenige, die diese also keinen fest definierten Status haben. Und insofern ist das meines Erachtens nicht so relevant, weil diejenigen, die hier sind, die haben auch letztlich ein Bleiberecht, bis auf, weiß ich, ob es 100 oder 110 sind, wo dann noch, ich sag mal, die Herkunft geklärt werden muss und nicht festzustellen ist, weil derjenige es einfach nicht sagen will, weil er Angst hat, dass er abgeschoben wird. Und also insofern ist die Situation hier recht übersichtlich. Und diejenigen, die einen Status haben, die werden dann ja auch nicht mehr in Schubladen irgendwo gesteckt, die werden in die Gesellschaft integriert, werden dezentral untergebracht, werden dann natürlich auch dementsprechend noch betreut, solange sie die Unterstützung brauchen, auch durch viele Ehrenamtliche, die wir hier in Oldenburg haben. Also deswegen dieses Schubladendenken, dass man da das ja, beseitigen muss, das sehe ich hier eigentlich in Oldenburg nicht, weil unser Slogan ist ja, Oldenburg will Inklusion. Da halten sich alle dran fest in der Politik. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal das Thema sicherer Hafen aufgreifen, wovon Oldenburg ja auch ein Teil davon ist. Finden Sie, in Oldenburg ist schon alles prima oder muss sich Oldenburg in einer veränderten Migrationspolitik stellen? Ja, das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, du kennst auch sicherlich unsere Einstellung dazu. Wenn nicht, dann mache ich das nochmal deutlich. Wir wissen ja, dass 80 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und das ist ja eine ungeheure Zahl, dass Menschen sich auf den Weg machen in dieser Größenordnung. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht auf Dauer sein, dass die Menschen sich genötigt fühlen zu fliehen und ihr Heimatland zu verlassen. Die Frage ist dann für uns, was machen wir dagegen? Und da sehen wir das eigentlich nicht als richtige Maßnahme an, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt einen sicheren Hafen anbieten, um den Menschen möglicherweise den Eindruck zu vermitteln, kommt mal hierher, ihr kommt hier rüber, wir nehmen euch alle auf. Das geht nämlich nicht, wir können nicht alle aufnehmen. Und wir würden dann Anreize schaffen, die möglicherweise den Menschen jetzt erst die Möglichkeit geben, erst, ich sag mal, sich auf den Weg zu machen. Und was eigentlich das Erschreckende dabei ist, wir reden zwar immer von den Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, aber ich glaube, genauso viel oder wenn nicht sogar noch viel mehr sterben in der Wüste auf dem Weg zum Mittelmeer. Und das müssen wir vermeiden, dass sowas nicht passiert. Beide und Punkte muss man ja vermeiden. Beide müssen wir vermeiden. Und das nächste noch, dieses perfide Geschäftsmodell von den Schleppern, die mittlerweile dort mehr mitverdienen als im Drogengeschäft. Das muss ausgetrocknet werden. Und wenn wir diese, ich sag mal jetzt immer wieder sagen, wir machen hier ein Bündnis und da ein Bündnis und wir müssen alle Menschen aufnehmen, dann ist die Verlockung so groß, dass gerade das den Schleppern in die Hände spielt. Und die sagen, Mensch, komm her, ihr kommt aufs Schiff, aufs Boot, euer Boot wird wahrscheinlich in Seenot geraten, aber dann kommt ein Rettungsschiff und rettet euch, dann seid ihr in Europa. Und das möchten wir nicht. Insofern setzen wir mehr darauf, dass wir
Maßnahmen in die Wege leiten. Nicht wir als Kommune, da wird das schwer, aber zumindest der Bund, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Dass nicht 80 Millionen Menschen sich auf den Weg machen müssen. Und denn ich kann mir auch vorstellen, dass viele gerne in ihrer Heimat bleiben würden, wenn nur die Umstände besser wären. Und daran wollen wir arbeiten, da wollen wir mitwirken. Da haben wir auch den Forderungskatalog aufgestellt, dass man mit Sozialverbänden und mit Institutionen einen Maßnahmenkatalog entwickeln kann, um in den Herkunftsländern die Situation zu verbessern. Das ist natürlich, da, wenn ich jetzt an Syrien denke, wo kriegerische Auseinandersetzungen sind, das nicht funktionieren kann. Das ist auch klar. Aber da, wo es eben nur um soziale Sicherheit geht, denn viele kommen ja auch hierher, weil sie einfach im Heimatland keine Zukunft mehr sehen, weil sie ihre Kinder nicht ernähren können, weil sie nicht ausgebildet bekommen, kriegen keine Schule. Und da muss man ran. Ja, das wäre schon mit meinen Fragen. Dankeschön fürs Gespräch. Gerne, ich danke auch. Du kandidierst zum ersten Mal für den Stadtrat. Magst du dich mal vorstellen und erzählen, wieso du das machst? Ja, genau. Also mein Name ist Rima Shahin. Ich arbeite als Migrations- und Flüchtlingsberaterin bei der DRK, Landesverband. Genau, und ich kandidiere, weil ich gerne die Migranten, die Zugewanderten und Geflüchteten gerne unterstützen möchte. Ich habe selber Migrationsgeschichte hinter mir und deswegen ich kann genau verstehen, wie heißt das, wenn man so in einem neuen Land ist. Und deswegen, ich weiß ganz genau, dass da jetzt was neu gemacht wird für die Flüchtlingswelle, mit der Flüchtlingswelle, dass da so viele Einrichtungen, neue Einrichtungen werden etabliert, die die Migranten so unterstützen. Und das möchte ich, wenn ich im Stadtrat bin, dass ich das weiter unterstütze. Welche konkreten Ziele hast du und deine Partei für die Stadt Oldenburg, wenn es um die kommunale Migrationspolitik geht? Genau, natürlich, dass da weiter die Zuschüsse in allen gesellschaftlichen Bereichen weiterlaufen. Das heißt, also im Bereich Sport, Freizeit, Gemeinwesenarbeit, da müssen die weiter unterstützt. Genau. Und das heißt auch, dass alle Beratungsstellen, die sich für Zuwanderer und Migration sich einsetzen, dass sie auch weiterlaufen. Und das ist Hauptziel. Was wünschen sich denn die Grünen für Oldenburg, wenn es um Migration und Integration geht? Natürlich, das ist euer Ziel. Genau. Also natürlich, dass Oldenburg weiter so offen für die Welt bleibt. Dass da weniger Rassismus in der Stadt gibt, dass da die Bürger auch sich mitbeteiligen, dass da die Integration so weiter viel Erfolg hat. Ja, genau. Hast du schon mal was von dem Katalog Niedersachsen 2030 gehört? Nochmal bitte. Es gibt einen Katalog von der Kommission Niedersachsen, der heißt Niedersachsen 2030, Potenziale und Perspektiven. Und da gibt es eine Projektidee, die nennt sich Sanctuary Regions. Die Grundidee basiert darauf, dass Städte sich für alle ihre EinwohnerInnen als zuständig erklären, unabhängig davon, was deren aufenthaltsrechtlicher Status besagt. Das hat zur Folge, dass Menschen mit oder ohne ungesicherten Aufenthalt, mit oder ohne Aufenthalt kommunale Dienstleister wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser sicher und ohne Angst nutzen können. Und es geht dabei darum, dass du Leute anhand ihres Aufenthaltsstatus nicht in bestimmte Schubladen steckst. Wie stehst du zu so einer Idee? Ja, also natürlich, also alle Menschen müssen so gleich, gleiche berechtigte Teilhabe bekommen. Also natürlich auch die Geflüchteten, die oder die Geduldeten, dass sie auch so gleiche Rechte haben. Und das betrifft auch, das heißt also in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und deswegen natürlich, die Grünen unterstützen solche Idee. Ja. Glaubst du, so eine Idee kann man leicht umsetzen hier in Oldenburg? Natürlich, also das, ja, also auf kommunaler Ebene, da versucht die Stadt bestimmt so, also das zu unterstützen.
Aber natürlich, da muss man sehen, auch wie ist das auf Landesebene und Bundesebene. Genau. Oldenburg ist ja Teil vom sicheren Hafen. Findest du, hier ist schon alles prima oder muss noch einiges gemacht werden? Genau, also natürlich, ja, Oldenburg hat sich erklärt als Stadt für sichere Hafen. Und die Grünen mit den Linken haben gestern einen Antrag gestellt, also damit Oldenburg auch einen Beitritt hat bei, also für Allianz der europäischen Sicherhafen. Und das war so Anregung von den Seebrücke. Das war auch eine Anfrage, Einwohneranfrage, und das wurde gestern auch bewilligt. Genau, und also ich finde, Oldenburg, die ist so offen für solche Aufnahmen sogar. Es ist so mehr als die normale Kontingent. Also das heißt, Oldenburg ist bereit, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Aber es ist natürlich, hängt davon ab. Also es ist nicht die Entscheidung der Stadt selbst, sondern das ist ein Landesebene-Entscheidung. Was wollen denn die Grünen zu diesem Thema bewirken hier in Oldenburg? Genau, also dass da, dass das so weiter bleibt, dass da keine Grenze gibt bei Aufnahme von Geflüchteten, die schon in Europa sind. Ja, genau. Wie siehst du und wie sehen die Grünen die Bürgerbeteiligung hier in Oldenburg? Zum Thema Integration, Migration. Beteiligen sich die Oldenburger oder? Ja, also da gibt es viele Ehrenamtliche, die sehr engagiert sind. Wir sehen so an, bei verschiedenen Einrichtungen, und die sich mit dem Thema Integration beschäftigen, dass da eine große Anzahl davon ehrenamtlich arbeiten. Das zeigt, dass da bürgerliches Engagement gibt in diesem Bereich. Hast du noch irgendwie was auf dem Herzen zum Thema Migration, Integration, was du noch loswerden möchtest? Ich finde, das Thema, also das Konzept von Integration, das schon im Jahr 2010 zum ersten Mal konstruiert wird und nochmal 2020 weiterentwickelt und bearbeitet. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man daran arbeitet. Und ich finde auch, dass da die Förderung oder Zuschüsse weiterlaufen. In allen gesellschaftlichen Bereichen. Und genau, und ich bin dafür, für die nachhaltige Integration. Und das kann nur anhand dieser dauerhaften Finanzierung und die Verstärkung auch für Amt und Zuwanderung. Also ich wünsche, dass wir weiter an dem Konzept Integration arbeiten, dass alle Bürgerinnen und Bürger so offen bleiben für Migranten und neue Zugewanderten, dass weiter so im Bereich Kultur, im Bereich Sport, im Bereich Bildung, in verschiedenen Bereichen, dass man wirklich so offen ist für die Migranten, dass da Rassismus weniger wird, dass da weiter die dauerhafte Finanzierung für alle Einrichtungen, die mit dem Thema Migration, Integration zu tun haben, dass das weiterläuft. Und so kann man wirklich zusammen friedlich leben. Super, das war's auch schon. Dankeschön. Gerne. Ja, also meine erste Frage ist, welche konkreten Ziele du und eure Partei habt für das Thema Migration, Integration für Oldenburg? Was sind da eure konkreten Ziele? Naja, die Immigration ist natürlich ein Thema der Langfristigkeit und der Nachhaltigkeit. Es ist so, dass wir nach wie vor gucken wollen, dass Oldenburg sich weiter mit der Begegnung, ich würde es wichtig finden, dass wir anfangen, weiter Möglichkeiten zu schaffen, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Durch öffentliche, vielleicht in der Innenstadt, wir haben ja das Thema sowieso schon immer, dass man jetzt sagt, Innenstadt, reiner Einzelhandel ist zu wenig. Ich würde so fest etablierte, sagen wir mal, so wie ihr jetzt Radio Globale seid, dass ihr euch gefunden habt, hier wirklich einen Auftrag habt, was ihr, finde ich, schön rüberbringt,
dass man so etwas auch in ganz vielen Facetten macht. Ich hatte zum Beispiel auch mal gesagt, wir machen dieses Oldenburg kocht, finde ich super, ist ein herrliches Event. Kann man auch Oldenburg kocht interkulturell? Wieso nicht? So, ne? Ich finde so dieses, die Menschen begegnen sich am besten, wenn man einfach ausgelassen oder schön zusammen einfach sich mal kennenlernen kann. Ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken, ohne dass einer sagt, ja, der kommt aus da, der kommt daher oder der hat die Religion, der hat das. Das wäre zum Beispiel ein Wunsch, den ich in Oldenburg sehr befürworten würde und vorantreiben würde, dass wir diese Integration wirklich auch leben. Das wäre schön. Bei vielen Menschen, besonders die hier leben, die haben vielleicht auch Angst, sagen wir mal, vor Fremden. Wie kann man diese Angst den Leuten nehmen? Was kann man dagegen machen? Angst ist immer das größte Thema auf beiden Seiten. Es ist nicht so, dass natürlich, klar, die Migranten kommen hierher, haben die Angst, total andere Kultur, andere Sprache, andere Vorgehensweisen. Aber genauso ist ja die Angst auch andersrum oft. Deswegen meinen ja oft auch der typisch Deutsche, dann, ja Gott, Muslime, am besten noch ein Kopftuch. Dann haben die alle, das ist so. Und Angst baut sich ab durch Kennenlernen. Kennenlernen kann man nur durch Kontinuität und einfach auch durch dieses wirkliche Wollen. Das wäre wichtig, durch dauerhafte Vereine, vielleicht auch eine Verstetigung schaffen, innerhalb der Vereine Kontakte schaffen. Das ist ein langfristiges Projekt, bestimmt noch eine Generation lang vielleicht, weil ja auch immer wieder neue Aufgaben auf uns kommen. Jetzt ist noch plus Klima, Migration. Ich weiß nicht, ich habe letztens noch mal geguckt, weil ich mir ein bisschen vorbereitet habe, 29 Kriege im Moment im Nahen Osten, Afrika, der ganze Raum. Wir haben ja eine Menge zu tun. Es ist eine Menge in Arbeit, ne? Und die Leute fliehen, weil sie einfach in ihren Heimatorten nicht mehr leben können. Was ja auch, ich kann das verstehen. Wenn ich denn so einem zerbombten Land wie Syrien jetzt groß geworden wäre, da ist nichts. Natürlich versuchst du deine Kinder und schickst die Jungs los und sagst, versucht euch was aufzubauen. Würde ich genauso. Ich kann nicht eins zu eins verstehen. So, ne? Trotzdem muss man sehen, kann man langfristig versuchen, den Krieg zu beenden? Kann man da hinten eine Möglichkeit schaffen, dass die Menschen auch wieder bleiben können? Das ist ja so ein umfängliches Thema. Aber um das wieder zurückschrauben, ich würde das wichtig finden, dass man gerade auch diese Verständigung, man kann ja zum Beispiel auch, ich weiß, es gibt, glaube ich, einen Verein, Daniela wird das nachher auch noch mal erzählen, dass man auch diese Geschichten erzählt, dass man auch einfach voneinander weiß und auch die Ängste. Alles so, ne? Dass man sagt, Mensch, ich habe das und das Trauma erlebt, das ist alles. Und wenn sich dann Ehrenamt da aufbaut, dass wir, sagen wir mal, uns immer weiter kennenlernen, dann wird das auch ein Prozess des Zusammenkommens. Hat die FDP denn in dem Parteiprogramm konkrete Punkte, wenn es um die kommunale Migrationspolitik geht? Naja, es ist so, wir haben Bündnis Sicherer Hafen, war ja jetzt etwas, als das in Griechenland so hoch schwappte mit den Kindern. Und ich würde mir wünschen, dass wir das vertiefen. Dass man muss ja, es müssen ja realistische Sachen sein, die man umsetzen kann. Und wenn man zum Beispiel sagt, wir nehmen nicht nur 5 Kinder auf, wir nehmen doch wirklich 10 auf. Und dass man daran arbeitet, dass man diesen Kindern natürlich dann zum Beispiel auch hier eine Heimat bieten kann. Aber natürlich auch mit der Versorgung, auch mit der Fürsorge für die Kinder. Es bringt ja nichts, dass man die einfach hier räumlich abstellt und sich keiner drum kümmert. Das sind ja oft auch Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben. Ne? Du musst ja, das ist nicht mal eben so gemacht, sag ich jetzt mal. Ne? Und da finde ich es auch wichtig, dass nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität dahinter steht, dass wir dann auch so eine Willkommenskultur hier weiter etablieren. Ja. Zum Thema sicherer Hafen, haben Sie denn das Gefühl, in Oldenburg schon alles prima oder wie sehen Sie das? Ach, so? Nö, alles prima. Also ich sage mal so, ich finde, man muss auch mal erzählen, was man schon erreicht hat. Und wie gesagt, euch habe ich gerade schon erwähnt, es gibt viele schöne Projekte, die immer mehr zueinander finden. Viel Ehrenamt, wirklich viele Menschen, die mit Herzblut hinterher sind, auch diese, sagen wir mal, Hürden zu nehmen und das Kennenlernen weiter vorantreiben. Und das, finde ich, ist schon einiges gemacht worden. Aber natürlich, es geht immer mehr. Ist so. Haben Sie schon mal was vom Gutachten Niedersachsen 2030 gehört? Potenziale und Perspektiven? Klingt gut. Ja, da gibt es nämlich eine Projektidee, die nennt sich Sanctuary Regions. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nee, ehrlicherweise nicht so wirklich. Ja, dann erkläre ich das mal. Ich lese das ein bisschen ab.
Die Grundidee basiert darauf, dass Städte sich für alle ihre EinwohnerInnen als zuständig erklären, unabhängig davon, was deren aufenthaltsrechtlicher Status besagt. Ja. Das hat zur Folge, dass Menschen mit oder ohne ungesicherten Aufenthalt kommunale Dienstleister wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser sicher und ohne Angst nutzen können. Mhm. Ich glaube, die Leitidee dabei ist einfach, Leute, egal wie ihr Aufenthaltsstatus besagt, nicht in irgendwelche Schubladen zu stecken. Was halten Sie von so einer Idee oder Ihre Partei? Könnte man sowas umsetzen? Also generell mich immer dafür, muss ich sagen. Das ist eine gute Idee. Man muss es natürlich dann auf die Praktikabilität prüfen. Aber ich finde ja diese Ideen, davon leben wir ja. Klar, würde ich gut finden. Das ist schon so eine Sache. Aber wie gesagt, nach wie vor kann ich mich dann nur wiederholen, auch die Qualität muss stimmen. Wir müssen dann auch den Rahmen schaffen und ob jemand geduldet ist oder ob der dann schon Asyl nur hat. Wenn man eine Möglichkeit hat, ihn irgendwie zu integrieren, ich bin sowieso der Meinung, dieses ewig da irgendwo abschieben, der sitzt da lange oder die Person und muss auf irgendwas warten, damit er mal arbeiten darf, würde ich generell sowieso besser finden, wenn diese Projekte vorangetrieben werden, dass jemand integriert werden kann. Die beste Integration ist, dass er dann vielleicht irgendwo arbeiten machen darf, leichter Natur, damit du das, die Sprache erstmal lernen kannst. Menschen kennenlernst aus dem anderen Land, dann fühlst du dich immer wohler. Ich arbeite im Krankenhaus, ich habe das ja, ich habe viele ausländische Kollegen. Es ist immer wichtig, dass man da in der Kommunikation ist. Ist so. Ja, also würde ich gut finden. Meine letzte Frage ist, wie siehst du und auch die FDP die Bürgerbeteiligung zum Thema Migration, Integration? Könnte da auch mehr kommen? Naja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Sache, wenn man das ehrlicherweise sieht, auch ein bisschen die Lager natürlich. Ne? Die Menschen, die offen sind für Migration, für die Zuwanderung. Die habt ihr ja mal, die sind ja auf unserer Seite, sage ich jetzt mal, dass wir das vorantreiben. Es gibt aber natürlich auch die Menschen, die Ängste haben, die vielleicht selbst, sagen wir mal, mit ihrem sozialen Standard leben müssen. Dann ist oft so vielleicht eine Neidkultur, dass die sagen, ja Mensch, hier, die kommen jetzt alle hier rein, die holen das alles weg. Das sind halt diese Ängste und Ängste müssen abgebaut werden. Ängste ist die größte psychologische Kraft des Menschen, dass er etwas vorantreibt im negativen wie positiven Sinne und da müssen wir dran arbeiten. Ist so. Aber wir als FDP sind da ganz klar für Migration und auch, dass wir sehen, dass wir das im realistischen Maß hinbekommen. Ja. Super, Dankeschön. Danke dir. Prima. Das war's. Welche konkreten Ziele habt ihr und eure Partei für Oldenburg, wenn es um die kommunale Migrationspolitik geht? Also erstmal muss man natürlich sagen, dass wir seit 2015 schon sehr viel getan haben. Gerade im Vergleich zur Bundesrepublik hat Oldenburg eine grandiose Arbeit eigentlich geleistet, was die Willkommenskultur und so angeht. Ich glaube, da können wir als OldenburgerInnen auch ziemlich stolz drauf sein. Es gibt sehr viele Beratungsstellen und die haben auch sehr viel zu tun, was ja jetzt nichts Schlechtes ist. Das zeigt ja, dass Menschen auch wissen, wo sie hingehen sollen oder können. Und in unserem Kommunalwahlprogramm haben wir auch festgeschrieben, dass wir zum Beispiel auch überprüfen wollen, ob wir ein Tandemsystem einführen in Oldenburg. Das heißt, wir wollen vielleicht die Möglichkeit schaffen, dass Freiwillige in Kontakt mit Geflüchteten kommen, um die dann eben bei Behördengängen und dergleichen zu unterstützen, um Geflüchteten und MigrantInnen eben dabei zu helfen, sich in Oldenburg auch zurechtzufinden. Und weitergehen, wir sind ja auch sicherer Hafen. Umso mehr möchten wir natürlich dann auch noch weitergehen und selbstverpflichtend Aufgaben für uns schaffen. Zum Stichwort sicherer Hafen, habt ihr denn das Gefühl, dass in Oldenburg schon alles prima läuft, wenn es darum geht, um Migrationspolitik? Oder was kann da noch gemacht werden? Also ich denke, dass was Aufnahmen von Flüchtlingen angeht, dass da noch einiges mehr geleistet werden könnte und auch sollte. Wenn ich also da zum Beispiel Bilder aus Flüchtlingslagern sehe, wo minderjährige Flüchtlinge nach wie vor so gut wie gar nicht betreut leben müssen, da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr passiert. Ich würde mir da auch wünschen, um so eine offene Gesellschaft zu schaffen und die Menschen auch
bereit zu machen, dafür noch mehr aufzunehmen, dass ein Miteinander auch möglich ist. Und dazu, das ist eben schon Thema gewesen, muss einfach auch viel, viel mehr in den Stadtteilen gemacht werden. Da muss eventuell auch, muss es da auch mehr bezahlte Kräfte geben, die da aktiv etwas für tun. Es muss ein Miteinander im Stadtteil geben. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Bürgerbeteiligung in Oldenburg gut läuft, dass die Leute sich an den Themen wie Migration, Integration auch beteiligen wollen und da Neues schaffen, einen neuen Freiraum schaffen möchten und die schutzsuchende Menschen irgendwie auch aufzunehmen? Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Bürgerbeteiligung. Ich glaube, es gibt inzwischen sehr gute Projekte in Oldenburg, aber auch Bürgerbeteiligung will von BürgerInnen und von PolitikerInnen erstmal geübt werden. Weil BürgerInnenbeteiligung heißt auch, dass BürgerInnen vielleicht etwas entscheiden, was die Politik nicht möchte. Und das heißt es aber eben auch, das dann trotzdem vielleicht umzusetzen. Und ich glaube, da muss Politik noch lernen, und da sind wir, denke ich, alle auch gerade dabei zu gucken, wie kann es wirklich so funktionieren, dass BürgerInnen sich wirklich beteiligt fühlen. Dafür müssen wir eben auch, ich habe den Eindruck, dass viele BürgerInnen das Gefühl haben, dass einige PolitikerInnen ihnen nicht mehr zuhören. Deswegen finde ich es immens wichtig, dass wir auch außerhalb von Wahlkämpfen in die Stadtteile, in die Nachbarschaften reingehen, um einfach mal auch zuzuhören. Also dass wir denen nicht immer nur sagen, was wir so gerade vorhaben, sondern dass wir auch einfach mal uns die Wünsche der BürgerInnen anhören und dann auch ernst nehmen, in den Stadtrat zum Beispiel tragen und dann, auch wenn es vielleicht jetzt zum Beispiel der Verwaltung nicht gefällt, auch mal diese Themen dann umsetzen. Es gibt eine Projektidee, die nennt sich Sanctuary Region. Auf Deutsch heißt das Zufluchtsort. Ich erkläre das mal kurz. Es geht darum, beziehungsweise die Grundidee basiert darauf, dass Städte sich für alle ihre EinwohnerInnen als zuständig erklären, unabhängig davon, was deren aufenthaltsrechtlicher Status besagt. Das hat zur Folge, dass Menschen mit und oder ohne ungesicherten Aufenthalt kommunale Dienstleister wie Schulen, Kitas, Krankenhäuser etc. sicher und ohne Angst nutzen können. Und das Wichtigste ist da bei der Idee, glaube ich, bei dieser Idee von Sanctuary Regions, Leute nicht in Schubladen zu stecken, beziehungsweise beziehungsweise anhand ihres Aufenthaltsstatus in Schubladen zu stecken. Das soll verhindert werden. Was haltet ihr und eure Partei von so einer Idee? Also ich würde die Idee schon mal gut heißen, gar nicht mal, also ich würde gar nicht als erstes an Schubladen denken, sondern ich finde es ganz fatal, wenn Kinder in Familien, die hierher kommen, nicht in den Kindergarten oder zur Schule gehen können. Aber das ist ja leider die Realität. Ja, und genau deswegen, das heißt ja aber nicht, dass die Realität gut ist. Sie gehört abgeändert, von daher würde ich sowas absolut befürworten. Also jeder muss ein Recht darauf haben, medizinische Hilfe zu bekommen, und Kinder gehören unter Kindern und müssen möglichst schnell auch die Sprache lernen und ankommen können. Und vor allen Dingen müssen sie einfach ein kindliches Leben führen können. Und das geht nicht in einer Flüchtlingsunterkunft oder wenn ich mit meiner Familie in einer beengten Wohnung sitze. Ja, ich begreife das auch zum Teil auch als Erweiterung zu den sicheren Häfen. Und eben genau deswegen wäre ich der Idee nicht nur aufgeschlossen, sondern ich würde das durchaus befürworten. Aber man darf ja nicht vergessen, da sind immer noch Menschen. Das sind Menschen und die haben Bedürfnisse. Und die haben auch Rechte und die sollten als Menschen auch sich hier zu Hause fühlen können. Und das heißt auch, dass die hier am Leben teilhaben können und nicht einfach, wie Wally schon gesagt hat, einfach in einer Flüchtlingsunterkunft sitzen, sondern die müssen auch zum Beispiel ihre Kinder in eine Kindertagesstätte bringen können.
Das sind fundamentale Dinge und die sollte jeder Mensch sollte da die Möglichkeit haben, das in Anspruch nehmen zu können. Wie kann man denn so eine Idee umsetzen jetzt konkret? Ich würde die Idee tatsächlich jetzt einfach mal mitnehmen in die Debatte der Partei, also der Oldenburger SPD, jetzt erstmal mit einbringen, sowohl über die Jusos als auch über den Parteivorstand. Und ich denke, dass wir da schon auf offene Geister treffen werden und dann werden wir schauen, wie wir das ins Rollen bringen können. Ja, also ich kann jetzt auch nicht zu den rechtlichen Voraussetzungen sagen, da stecke ich da zu wenig drin, ne? Aber ich habe nicht umsonst auf meinem Flyer stehen, geht nicht, spornt mich an. Von daher, ja, also würde ich mich da auf jeden Fall mit dafür einsetzen wollen.